Unglaublich aber wahr, in dieser Folge Tech Talk geht es um Speichermedien. Jeder hat sie, jeder braucht sie und es gibt einen Haufen davon. All das und noch viel mehr seht ihr nach dem Opener. Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Super Tech Talk mit Florian und Holger vor der Kamera. Willkommen. Heute geht es einfach um Speicher in allen Variationen. Speicher. Speicher. Festplatten. Auf dem Land speichern sie Stroh. Hier speichern wir Daten. Oh. Vielleicht ein mini kleiner Überblick, Flo. Sag doch mal was zu Speichermedien. Zu Speichermedien, ja, es gibt ja eine ganze Reihe an Speichermedien. Heute geht es mal nicht um die SD-Karten oder USB-Sticks, sondern im Speziellen eigentlich eher über Festplatten, um die verschiedenen Typen von Festplatten, die verschiedenen Geschwindigkeiten und warum man was wofür benutzt. Und es ist ja nicht jede Platte für alles geeignet. Ja, perfekt. Wir haben das mal ein bisschen aufgeteilt und haben gesagt, wie du schon gesagt hast, welche Festplatten gibt es und für welche Einsätze sind die? Und beide diese Themen kann man ja nochmal ganz gut untergliedern. Wir haben das unterteilt in mobile und stationäre Festplatten. Und für welchen Einsatz sind sie gemacht? Haben wir mal gesagt, für die Produktion, also um darauf zu arbeiten, um Dinge on the fly drauf zu speichern. Oder für die Archivierung. Das sind jetzt mal so die zwei Oberbegriffe, die wir da eingeteilt haben. Fangen wir doch mal an mit dem Thema mobile Festplatte unterwegs. Und vor allem natürlich bei uns, wo es um Filmproduktionstechnik geht, Festplatten, Speichermedien, die man nutzt, um darauf was aufzuzeichnen. Habe ich das schön gesagt? Ich glaube ja. Bin mir nicht ganz sicher. Unglaublich. Bin schon ein bisschen beeindruckt. Unglaublich, ja. Also für mich fallen da so tatsächlich trotzdem auch nochmal Karten mit rein. SD-Karten, C-Fast-Karten, CF-Karten, Express-Karten. Irgendwas Karten, also gibt es ja auch einen Haufen verschiedene. Also kleine Speichermedien, die man in Kartenform oder in Stickform hat, gehören dazu. Aber vor allem auch die kleinen Festplatten. Natürlich gehört auch so unser iXpand, den wir in der letzten Folge hatten, dazu. Aber da wollte ich jetzt gar nicht mit anfangen, sondern ich wollte auch was zu den kleinen Festplatten sagen. Da hast du völlig recht. Wenn ich mit meinem Grading-System zum Beispiel unterwegs bin, dann schleppe ich da nicht irgendeinen riesen Raid mit, sondern dann möchte ich was Kleines, was handlich ist. Und da habe ich dann meistens die Mobile SSDs dabei. Wie wir die letzten Folgen schon ein bisschen gesprochen haben, weil ich mit der Blackmagic Pocket darauf aufzeichne, sind einmal das G-Drive Mobile SSD in diversen Größen und die SanDisk Extreme Pro Portable SSD. Die sind, glaube ich, relativ gleich, was da drin ist. Die G-Tech hat ein bisschen robusteres und kühlenderes Gehäuse, würde ich sagen. Holger auch gerade gesagt hat, die Portable SSDs, preis-leistungstechnisch gerne die normalen. Die sind schnell genug zum Abspielen von 2K ARRI-Dateien. Kopieren und alles geht super schnell. Ich zeige auch gleich mal die verschiedenen Geschwindigkeiten von den Platten. Die Pro-Variante ist natürlich auch sehr geil. Ist nochmal ums Doppelte schneller, was bei RED 8K oder 6K natürlich dann wiederum ein Vorteil ist. Ist immer eine Frage, wenn man viele kauft und viele braucht, sind diese kleinen SSDs einfach der absolute Hammer. Ich kriege die auch nonstop von Kunden in die Hand gedrückt, weil sie einfach günstig sind für das, was sie leisten, einfach der Hammer. Und sie sind dann einfach sicher. Ich hatte noch keinen einzigen Ausfall mit den Platten, was ich bei anderen Festplatten anderer Hersteller teilweise schon hatte und das auch nicht zu selten. Ja, sehr schön. Also was mich auch fasziniert ist, sehr oft benutzen wir die und drehen da drauf mit Kameras direkt die Daten, ziehen die ab, stecken die an den Computer und arbeiten auf der Platte los. Also dafür sind die top. Die verbrauchen nicht zu viel Strom, haben keinen externen eigenen Stromanschluss und haben dafür einen Haufen Leistung. Speicherplatz halt eben nur bis 2 Terabyte. Das ist ein Haufen Zeug, um Daten drauf zu speichern. Aber wenn man das jetzt, man sieht ja hier schon ein bisschen die größeren daneben, ist natürlich nicht vergleichbar mit was irgendwie über 10 oder sogar über 20 Terabyte hat. Absolut. Was man noch zeigen könnte, wäre hier noch die große G-Drive. Das ist die Mobile Pro SSD. Die habe ich hier auch noch. Die ist der absolute Hammer, wenn es um Speed geht. Warum ich sie allerdings nur nutze, um selbst Daten schnell abzuspielen oder zu kopieren, ist, da wenige Kunden Thunderbolt 3 haben. Ja. Wundern sich dann nur immer, warum sie es anstecken an ihren Rechner und nichts passiert.
diese Platte funktioniert wirklich nur mit Thunderbolt 3, auch wenn das USB-C-Kabel in jeden anderen USB-C-Port auch reinpasst. Und da sprichst du was an. Dazu kommt definitiv noch eine, ich würde sie mal bezeichnen als von mir alleine Angry Little Nerd Aufregungsfolge. USB-C ist nicht gleich USB-C, weil Thunderbolt 3 hat zwar auch USB-C und die meisten Ladegeräte haben inzwischen USB-C, aber USB-C als Anschluss ist nicht gleich USB 3.0 und Thunderbolt 3 heißt kompatibel. Außer beim MacBook Pro, da sind die Anschlüsse, haben beides. Die Platte geht zum Beispiel gar nicht an, wenn man ein USB-C-Kabel anschließt mit USB 3, aber ein USB-C-Kabel auf Thunderbolt 3. Jetzt nehme ich schon zu viel vorweg. Ich reg mich mal gescheit auf darüber. Das ist ein eigenes Thema. Kommen wir doch mal zu den stationären Desktop-Festplatten. Ja. Da hätte ich jetzt eins gesagt, hätte ich noch, Holger, stopp. Ah, bup. Bevor du zu der kommst, hätte ich noch eine Sache. Und zwar, ich zeige hier gerade mal noch diese sehr praktische Rugged. Da das eine super geile Platte ist, wenn ich Daten nicht super schnell abspielen muss, aber eine sichere Platte haben will, auf der das Zeug gespeichert ist. Die ist nicht so super schnell, aber sie ist sozusagen unzerstörbar. Es gab mal von anderen Firmen in so einer Schwimmwestenfarbe so Platten, die sind mir reihenweise kaputt gegangen. Die nicht. Sehr geiles Teil, kann ich auch nur empfehlen, wenn es was ist zum dem Kunden rausgeben oder für eine Produktion, wo die Daten drauf kommen und die Platte kommt nicht zurück, weil die zum Kunden geschickt wird. Das Ding ist sicher, super geil verarbeitet und ja, auf jeden Fall sehr preiswert auch. Das ist die Armor ATD. Genau, Preis können wir ja noch so einblenden mal. Hält auch Wasser aus ein bisschen. Ja, die ist irgendwie wasserfest. Man kann mit einem Pickup-Truck drüber fahren. Wenn wir gerade dabei sind, wovon wir jahrelang immer welche gekauft haben, sind diese 1, 2, 3, 4 Terabyte Western Digital USB 3 Festplatten. Die sind jetzt nicht die schnellsten. Also wenn man sagt, man dreht viel 4K und muss die Karten freikriegen, dann würde ich das jetzt nicht empfehlen. Da gibt es ja andere Produkte. Aber wenn man sagt, ich gehe schnell, drehe eine Stunde was, kopiere das drauf, gehe damit in den Schnitt und arbeite davon oder kopiere es von da gleich auf meine Archivplatten, dann sind das so für mich immer noch die günstigsten Platten. Ich würde jetzt auch immer zur Armor ATD tendieren. Vor allem, ne, wenn die mal runterfällt, kann sein, dass die direkt kaputt ist. Bei der Armor ist es eher nicht der Fall. Absolut, die hatte ich früher auch immer genutzt, aber inzwischen habe ich die Armor für solche Zwecke. Ich würde sagen, an der Stelle sollten wir, bevor wir jetzt zu den Rates kommen, vielleicht mal kurz zeigen, wie die Geschwindigkeiten von den Platten sind. Ja, voll gerne. Dann zeigen wir das jetzt und später auch nochmal. Dafür gibt es ein Tool, was wir gerne nutzen, richtig? So, ich habe hier das Blackmagic Disk Speed Utility oder Disk Speed Tool. Das Schöne daran ist, ich kann hier einfach sehen, was kann ich damit abspielen, welche Geschwindigkeit funktioniert von dieser Platte. Und das fangen wir einfach mal gerade kurz an und ich nehme jetzt mal die Mobile SSD. Ich habe jetzt hier eine große Paketgröße ausgewählt und wähle jetzt hier die Platte aus. Und dann gucken wir mal schnell, was die für einen Speed schafft. Ich gehe mir hier auf Start. Man sieht hier ganz gut, die schafft knapp 500 MB pro Sekunde. Also, will it work steht drunter. Und zwar, wenn ich jetzt hier Cinema DNG RAW habe, kann ich damit bis 2K 30 Bilder abspielen. Für das meiste ausreichend. Wenn ich Files von einer Arri Alexa habe, dafür reicht es eigentlich völlig, diese Platte. Die ist sauschnell und macht dafür total Sinn. Wenn ich jetzt aber ein bisschen schneller werden will, nehme ich jetzt mal die Pro Extreme SSD und ich starte das Ganze mal. Dann sind wir bei 965 MB pro Sekunde Schreibgeschwindigkeit und bei 920, 930 Lesen. Also da geht fast alles. Da kann ich jetzt hier, ich gucke gerade mal auf der Tabelle, da geht es hier bis zu Cinema DNG RAW in 2160 mit 60 Bildern, schafft er locker von der Platte. Ich stoppe das jetzt hier gerade mal. Jetzt würde ich mal zu guter Letzt mal noch die ganz schnelle SSD nehmen, damit man auch die einmal sieht. Mit Thunderbolt 3? Genau, das wäre jetzt Thunderbolt 3. Die macht jetzt, ja, da geht schon ein bisschen mehr los, die macht jetzt 2255 MB pro Sekunde und beim Lesen auch 2449 MB pro Sekunde. Die Platte bremst kein Material mehr aus. Nur noch mal ein kleiner Vergleich als letzter Punkt. Ich würde mal die Armor ATD noch kurz anstecken.
damit man auch die sieht. Also das ist einfach eine nicht so superschnelle Platte, muss sie auch nicht, weil sie sehr günstig ist und einfach auch zum Rausgeben sich eignet. Pendelt sich jetzt hier so bei 80 MB pro Sekunde lesen, schreiben und auch ähnlich schnell beim Lesen. Da sind wir jetzt hier so bei 87, 88 MB pro Sekunde Lesegeschwindigkeit. Es ist als Datenplatte eigentlich auch noch völlig ausreichend. Ja, wenn ich jetzt 64 GB habe am Set, die ich backuppen will, dann dauert das schon eine ganze Zeit lang mehr als bei den anderen Platten. Wenn man aber die Zeit hat und einfach safe sein will und seinen Laptop und seine Platte irgendwo hat, unterwegs als Fotograf oder auch als VJ bei Sportevents, dann würde ich wahrscheinlich mir ein bisschen auch eher die sichere Variante wünschen, ne? Das ist jetzt der Überblick eigentlich an diese kleinen Platten, die wir jeden Tag nutzen, würde ich sagen. Ja. Lass uns mal über die größeren stationären Platten reden. Sehr gerne. Kurz als Überblick, also ich hätte jetzt Stationär- und Desktop-Platten, die sich ja hauptsächlich von den mobilen Platten durch die Stromversorgung unterscheiden, tatsächlich und nochmal unterschieden in, wie ich am Anfang angekündigt habe, Produktionsplatten, auf denen man arbeitet und auf die man speichert direkt und auch und eben die Systeme, auf die man rein archiviert, wo man Sachen hinschiebt, die möglichst lange halten sollen, auf die man dann auch wieder zugreifen möchte. Meistens haben wir tatsächlich die Produktionssachen im Einsatz, richtig? Und da würdest du jetzt nochmal sagen, was du so verwendest. Ich nutze die G-Rates, wenn ich meine Sachen hier einfach archivieren möchte. Das ist nichts, was ich mitschleppen möchte. Ich zeige sie hier gerade mal kurz im Bild. Das Schöne ist, es sind zwei Harddisks drinnen, die gespiegelt sind. Somit habe ich meine Datensicherheit dabei. Die Dinger sind echt schwer und aus Aluminium. Und was ganz praktisch ist, ich zeige das hier auch gerade mal, man kann die Dinger einfach vorne aufklappen und die Platten rausnehmen. Das heißt, ich kann die Platten auch archivieren oder in mein Regal stecken und neue reintun. Das ist, finde ich, sehr praktisch. Und die sind auch nicht gerade langsam. Also die sind gut zu nutzen. Ich habe obendrauf noch ein G-Drive. Der ist quasi nicht gespiegelt. Den nutze ich auch zum Datenablegen lokal. Aber wenn es irgendwie was ist, was safe sein soll, dann nutze ich auf jeden Fall die gespiegelten RAIDs. Genau. Und alles, was sonst noch an Daten genutzt wird, geht auf eine WDMI Cloud. Die ist allerdings nicht so schnell, dass man da jetzt von arbeiten kann. Okay. Ja, spannend, weil ich meine, du weißt, wir sind relativ ähnlich unterwegs. Wir haben jetzt zum Arbeiten das G-RAID Thunderbolt. Was ganz schön ist, das hat auch nicht nur Thunderbolt-Anschlüsse, sondern einen USB-3-Anschluss. Auch da wieder beides auf USB-C, also nicht verwechseln. Thunderbolt lässt sich ganz gut durchschleifen mit mehreren Platten, dass man nochmal eine extra dranhängt und da nochmal eine dran. Die sind natürlich rein für einen stationären Einsatz gedacht. Und man kann auch hier, wie du gesagt hast, die Platten einfach rausnehmen, größere reinmachen, austauschen. Wunderbar. Muss man halt schauen, es sind Enterprise-Platten drinnen, also es sind wirklich sehr gute Platten drinnen. Wenn man sich da dann neue holt, sollte man möglichst welche in derselben Qualität auch nutzen. Ja. Und nicht irgend so einen Müll, Billigplatten reinstecken und sich dann wundern, warum es auf einmal nicht mehr so toll ist. Ja, das stimmt. Genau. Bevor wir jetzt nochmal zur Archivierung kommen, mein Lieblings-Device für On-Set-Produktion ist das große Shuttle XL. Ich zeige es nochmal kurz von hinten. Weil da ist das Besondere, das ist ein reines Thunderbolt-Shuttle. Eine reine Thunderbolt-Platte oder ein System. Das braucht absolut die Thunderbolt-Geschwindigkeit. Und geht auch nur mit dem Thunderbolt-Kabel an. Also mit einem anderen USB-C-Kabel, wie du gesagt hast, funktioniert das gar nicht. Das genau. Besondere fährt hier nicht dran hoch, ist, tut sich gar nichts einfach. Es gibt hier die Festplatteneinschiebe. Wir haben da jetzt 24 Terabyte drin. Und man kann einen der Festplatteneinschiebe nutzen, um einen Kartenleser einzubauen. Der hat nochmal hinten extra einen USB-3-Port, dass man den auch extern außerhalb dieses RAID-Gehäuses nutzen kann. Aber wenn man ihn nutzt und hier reinschiebt, das ist wirklich irre. Ich mache das dann auch gerne mal vor. Jetzt ist drin. Jetzt machen wir das auf, das rein. Und dann ziehe ich die Karte aus der Kamera, stecke sie hier rein und kopiere einfach 128 oder 256 GB in ein paar Minuten. All das dauert über einen externen Kartenleser an USB-3-Port des Laptops angeschlossen oder sogar vielleicht noch über einen Adapter auf USB-C. Einfach mal eine halbe bis eine Stunde und hier ein paar Minuten. Das ist so der Riesenvorteil. Dran denken. Und man muss, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, dazu sagen, das ist eins mit HDDs, also mit Festplatten.
Je nach Geldbeutel kann man sich das auch mit SSDs vollstopfen und hat dann wirklich ein fieses Teil. Also das ist dann richtig schnell. Mit den HDDs ist es auch schon sauschnell, weil es einen sauguten RAID-Controller hat. Und genau, wie gesagt, je nach Geldbeutel lässt sich der Speed auch noch maximieren. Dann ist das Ding echt fies. Ja, und auch die Terabytes fließen über den Thunderbolt 3-Anschluss auf andere Thunderbolt-Platten extrem schnell. Es hat uns on-set bei der Produktion einfach mega unterstützt bis jetzt. Bisschen darauf achten, wenn man das Teil an einem MacBook Pro benutzt, auf jeden Fall das originale MacBook Pro Ladegerät dabei haben. Wir haben festgestellt, dass mit Dritthersteller Ladegeräten, die vielleicht ein MagSafe-Kabel nutzen auf USB-C, die Festplatte zu viel Strom trotz eigenem Stromanschluss verbraucht, dass der Laptop nicht mehr geladen wird. Und letztes Thema, Archivierung. Du hattest es gerade schon angesprochen. Du nutzt ein G-RAID-Gehäuse und tauschst die Platten aus und stellst sie in den Schrank. Wir haben inzwischen als Filmproduktion seit über 10 Jahren mehr als 150, 200 Terabyte Daten angesammelt. Ich weiß, man müsste die nicht alle behalten, aber da brauchst du dann schon relativ große Gehäuse, die du nach und nach upgraden kannst, wo du möglichst alles auf einem Platz speicherst. Das sind nicht die schnellsten Systeme. Das dauert teilweise Tage, um da ein paar Terabyte hin und her zu schieben. Aber es ist halt einfach doppelt und dreifach in sich gesichert. Was ich auch ganz gut finde, vielleicht aber eher in der Zukunft als Lösung, sind Online-Cloud-Speicherplätze, wo man dann ein Terabyte oder mehrere Terabytes haben sollte. Also sobald es was gibt mit 100 Terabyte online und ich das da hinschicken kann per Post und die speichern das, dann bin ich dabei. Aber wenn ich jetzt 3 Monate irgendwie meine Terabytes hochladen muss mit einer stabilen Verbindung, dann ist mir schon wieder zu viel Arbeit. Sei noch erwähnt, als letzter Punkt der Archivierung, das ist auch ganz wichtig, dass man definitiv immer 2 Backups macht am Set und auch 2 Backups durchzieht vom Rohmaterial und am besten dann nachher auch vom Projekt oder von der Archivierung. Wenn man ein RAID 5 oder RAID 6 oder RAID 10 System hat, dann ist es auch okay, finde ich, wenn man dann die Daten auf einem großen Gehäuse speichert, aber dann sollte man vielleicht sich überlegen, ein zweites RAID zu haben an einem anderen Ort, tatsächlich in einem anderen Gebäude, an einer anderen Lokalität, weil wenn eingebrochen wird oder es brennt, man ist einfach haftbar für viele der Daten und hat den Kunden gegenüber eine Verantwortung. Das kann ganz schnell ganz schlimm enden und da lieber ein paar Euro mehr in die Hand nehmen, als nachher das große Leiden zu haben. Vielleicht blenden wir auch noch ein, die YouTube-Anleitung, wie man sich diesen flugzeugabsturzsicheren Bunker im Garten gräbt, indem man dann die Platten archiviert. Nee, Spaß beiseite. Ja. Gebe ich dir völlig recht. Ich hatte einmal bei uns einen Brand und alle Platten lagen ganz schön in Reihe und Glied in einem Büroschrank. Und es ist nicht viel kaputt gegangen, also durch Rauch halt alle Elektronik schon. Aber sie haben ziemlich straight mit dem Wasser da in diesen Schrank mit den Platten reingehalten. ist nichts Schlimmes kaputt gegangen in dem Fall. Ich hatte Glück, aber man sollte die Sachen wirklich an 2 Orten aufheben. Rauch und Wasser. Und die Festplatten gingen noch, oder was? Ja, sie gingen nicht mehr gut, aber sie gingen. Sie gingen nicht mehr gut. Sie haben einige Tage kopiert, aber ich habe alle Daten wiederherstellen können. Ich habe auch schon mal gehört von dem Fall und das vielleicht als letzte Anekdote, bevor wir diese sehr lange Sendung beenden. Im Magen eines Hais wurde eine SD-Karte gefunden und die Fotos konnten ausgelesen werden. Habe ich auch gehört, ob das und ich glaube, es war eine SanDisk. SD-Karte. Es ist eine, wir werden das mal googeln. Ich habe noch einen Punkt, habe ich aber noch, den habe ich vorhin vergessen. Und der einer ist total geht wichtig. Immer. Wenn ihr euch einen Rechner kauft, braucht ihr nicht die riesen Platten reinstecken. Das ist mein Pro-Tipp. Kauft euch eine 1 Tera in eurem iMac Pro oder was auch immer ihr euch zulegt und speichert verdammt nochmal alles, was ihr downloadet, rendert und tut auf eine externe Platte. Ich render fast täglich und habe das Problem, dass bei mir interne SSDs meistens nach einem Jahr hinüber waren. Das ist der Wear. Zeigt sich dann einfach so, dass sie von einem Moment auf den anderen nur noch mit 30 MB pro Sekunde kopieren oder lesen. Und einfach zwar auslesbar sind, aber einfach durch sind. Daher nutze ich wirklich für alles diese externen Platten, weil es ist so viel günstiger und so viel einfacher, als wenn man sich seine interne Platte am MacBook Pro oder am iMac Pro irgendwie da zerstört mit Downloads und mit Rendern. Definitiv wissen, dass SSDs sich abnutzen,
ganz anders abnutzen als Festplatten mit einem Lesekopf drin und die physikalisch anders funktionieren. SSDs nutzen tatsächlich die, ich nenne es mal Zellen ab. Ne? Eine SSD verliert auch an Speichermenge, nicht nur an Datendurchsatz. Absolut. Genau. Ich glaube, das war jetzt ein sehr ausführlicher Überblick über die Festplatten, über den Speicher, den wir haben und wie man ihn sinnvoll nutzt, weil nicht jede Platte ist für jeden Zweck. Einen guten Schluss, warte, jetzt kommt ein guter Schluss. Okay. Warte, jetzt doch nicht. Bis zum nächsten Mal. Der war gut. Genau, lasst ein Like da, wie immer. Abonniert uns und für mehr spannende Themen schaltet auch nächste Woche wieder rein und stellt uns Fragen. Wir beantworten sie manchmal. Genau, immer kommentieren, was wollt ihr wissen? Haben wir was vergessen? Wahrscheinlich. Ich meine, Festplatten, Speichermedien ist ein riesen Thema. Und hier war ein kleiner Überblick. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Ciao. Dabbt man überhaupt noch? Ja, nein. Aber mit mehr Elan. Ah ja. Was? 3, 2, 1. Wir sind so Spasten, Alter.